Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Subnautica Tutorial. Heute sehen wir uns gemeinsam die Seewanderer an. Zwar hier irgendwo sind die seichten Gewässer und wir wollen so ein bisschen nach Westen hier drüben. Da bewegen sich diese Seewanderer, die haben so eine Route, die sie ablaufen. Ich weiß nicht, ob die auch noch da weiter in Süden gehen, aber hier im Westen ganz bestimmt. Dann hier durch diesen Tunnel und wir schwimmen jetzt mal dahin. Vielleicht noch ein bisschen Hintergrundwissen. Der Seewanderer, Sea Trader, ist eine enorm große tierische Lebensform, die in ca. 300 Metern Tiefe am Meeresboden in kleinen Herden umherwandert und zu der Gruppe der Pflanzenfresser zählt. Er bewegt sich auf zwei langen, stelzenartigen Beinen fort und es ist anzunehmen, dass diese Tiere extrem schwer sind. Sie haben zudem einen ebenso langen Rüssel, der oft als drittes Bein eingesetzt wird, um besser das Gleichgewicht zu halten. Wenn sie sich bedroht fühlen, setzen sie ihren Rüssel auch als Waffe ein und versuchen beim Zustechen ca. 38 Punkte Schaden. Man sollte sich also von ihrem Kopfgesicht fernhalten. Aufgrund ihres enormen Gewichtes rütteln sie den Boden unter ihren Gliedmaßen auf, wobei sie oft Schieferablagerungen an die Oberfläche befördern. Diese enthalten Gold, Lithium oder Diamant. Hin und wieder lassen die Tiere auch fremder Dung fallen, was ein prima Brennstoff für den Bioreaktor ist. Dieses Lebewesen wandert in einem Gebiet etwas westlich von Floating Island umher. Okay, und da wären wir auch schon. Und auch schon den ersten Dung. Also das hier habe ich da so aus einem Wiki-Artikel habe ich das gefunden. Und hier sind diese Seewanderer, also Sea Trader. Und ja, extrem gut zum Farmen. Ihr könnt die auch mit dem Scannerraum finden. Aber wie da im Artikel schon geschrieben wurde, die hören nie auf, diese Dinger hier auszuwerfen, diese Schiefersteine. Also, wenn ihr mal nicht wisst, wo ihr Gold, Diamant oder Lithium herkriegen sollt, dann ist das hier eine gute Adresse. Hier sind auch nochmal zwei, aber wir wollen jetzt zurück in die Base. So, und dann sind wir hier zurück in der Base und wollen wir auch gleich diesen Dung ausprobieren beim Bioreaktor. Ich habe hier so eine kleine Außenpostenbase gebaut und da kann man wieder zwei reinwerfen. So, das war's auch schon für dieses Tutorial. Wir sehen uns beim nächsten Mal.